So, wir kommen jetzt zu den Übungen auf der Matte, die man auch auf einem Bett machen kann oder auf einem Teppich natürlich. Eva, kommst du bitte in den Vierfüßerstand. Im Vierfüßerstand sind die Knie unter den Hüften und die Hände unter den Schultern. Und achtet darauf, dass wenn ihr auf den Händen steht, dass eure Handgelenke geschützt werden, dass eure Handgelenksfalte hier parallel zum vorderen Mattenrand ist, also gerade nach vorne schaut. Die Ellbogen sind ein bisschen entspannt, genau. Und die Übung nennt sich Katze-Kuh. Die gibt es immer wieder und sie ist sehr gut, wenn man sie regelmäßig übt, um hier den Brustkorb zu stabilisieren, die gesamte Wirbelsäule zu bewegen und auch Schultern und Nacken zu entspannen. Gut, Eva, beim Ausatmen drück dich bitte mit den Händen in die Matte und drück deinen gesamten Rücken nach oben Richtung Decke. Genau. Und beim Einatmen den Bauch sinken lassen und die Schultern nach oben anheben. Auch leicht nach oben schauen, aber den Nacken hier entspannt halten. Genau. Ausatmen, wieder hier gegen meine Hand drücken. Versuch dich nach oben zu drücken und nicht nach hinten. Genau, super. Und einatmend hier wieder den Bauch sinken lassen, Schultern nach hinten, Nacken lang. Ausatmen, wieder rund werden, sehr schön, super. Und einatmend die Schulter nach hinten und den Kopf nach vorne. Genau. Stell dir vor, hier ist der Punkt, den du in die Verlängerung bringen möchtest mit deiner Wirbelsäule, mit dem Kreuzbein. Ausatmen nochmal, ganz rund werden. Und einatmend wieder nach vorne. Schau, dass du mit dem Gesäß über den Knien bleibst. Noch ein bisschen weiter nach vorne, vorne, vorne. Genau, super. Und ein letztes Mal noch ausatmend rund werden. Und einatmend Brustkorb sinken lassen, Schultern sinken lassen, Gesäß leicht heben. Sehr gut. Zum Entspannen in die neutrale Position wieder kommen und mit der Ausatmung das Gesäß ganz weit nach hinten ziehen und sich auf die Fersen drauflegen. Man kann den Kopf ablegen. Diese Stellung nennt sich Stellung des Kindes. Was sie besonders wertvoll macht, ist, dass die gesamte Wirbelsäule hier gedehnt ist, dass alle Wirbeln und vor allem alle Bandscheiben entspannt sein können und die Wirbelsäule hier in dieser Position überhaupt kein Gewicht tragen muss. Man kann die Stellung des Kindes auch machen, indem man die Hände nach hinten bringt, neben die Füße. Genau, den Kopf versuchen absinken zu lassen. Genau, dass wirklich auch die Schultern entspannen. Und wenn man aber nicht ganz nach unten kommt mit dem Kopf, dann kann man die Hände nehmen und die Handflächen unter den Kopf bringen. Genau. Und manchmal ist auch das nicht genug und dann stellt man seine beiden Fäuste übereinander auf und legt die Stirn hier ab. Genau. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Also man sieht hier, die gesamte Wirbelsäule ist rund, man kann sich entspannen und man nimmt einfach die Position, die für einen am angenehmsten ist. Wenn man nicht ganz hinunterkommt, mit dem Gesäß zu den Fersen einfach eine Decke oder einen Polster zwischen Ferse und Gesäß, um hier den Druck ein bisschen rauszunehmen. Gut, für die letzte Übung, bei der wir den gesamten Rücken und den Bauch stärken werden, kommen wir wieder aus der Stellung des Kindes heraus in einen Vierfüßerstand. Das ist so grundsätzlich die Übung. Ich erkläre sie jetzt noch ein bisschen genauer. Beim Hinuntergehen ziehen wir uns hinten beim Gesäß nach unten und kommen mit dem Kopf nach unten, lassen die Ellbogen gebeugt. Beim Einatmen die Hände gut in den Boden drücken, Kopf und Brustkorb heben und wieder nach oben kommen. Ausatmend, wir ziehen uns hinten am Kreuzbein nach hinten. Einatmen, den Kopf heben und nach oben kommen. Manchmal kommt man nicht ganz hinunter mit dem Popo zu den Fersen, mit dem Gesäß zu den Fersen. Da kann man sich so einen Polster oder eine Decke nehmen. Beim Zurückgehen setzt man sich da drauf
und lässt den Kopf sinken. Auch, man muss auch nicht ganz nach unten kommen. Einatmen, den Kopf heben, die Schultern heben, Hände in den Boden drücken mit geraden Händen und geradem Rücken nach oben kommen. Und ausatmend wieder nach unten kommen. Den ganzen Rücken strecken. Einatmen, Kopf heben und Brustkorb heben, Hände in den Boden drücken und nach vorne kommen. Sieht man sehr schön, hier arbeitet der Rücken. Und hier beim Hinuntergehen, das ist der Fokus, lange gerade Rücken. Noch einmal nach oben kommen, Hände in den Boden drücken, Kopf heben, Brustbein heben und nach oben kommen. Und für die Entspannungshaltung wieder in die Stellung des Kindes kommen, in das Gesäß senken. Und in der Stellung des Kindes kann man entweder die Hände vorne lassen am Boden oder man bringt sie nach hinten, die Handflächen zeigen nach oben, die Schultern lässt man hängen, die Ellbogen sind gebeugt, sodass wirklich überhaupt keine Spannung mehr hier entsteht. Wenn der Kopf nicht auf den Boden kommt, die Hände unterhalb der Stirn auflegen, den Kopf hierhin platzieren. Oder wenn auch hier das nicht reicht, dann beide Fäuste aufstellen und die Stirne hier drauflegen. Auch hier gilt wieder, wenn ich nicht hinunterkomme, noch mit dem Gesäß Richtung Fersen, dann einfach eine Decke, zwei Decke oder einen Polster nehmen, damit das Gesäß oben aufliegt und dass wir keine Spannungen haben in den Oberschenkeln und im Rücken. Gut, Dankeschön, Eva. Komm langsam wieder hinauf. Genau.